Mahlzeit. Wir stehen hier heute in Brasilien an der Ostsee beim ARD Morgenmagazin. Verabredet sind wir gleich mit Arndt Zeigler, Sportjournalist, Sänger, Autor und Chefsatiriker der ARD. Und, was ihr nicht wissen konntet, wir haben eine gemeinsame Geliebte, der Arndt und ich, den SV Werder Bremen. Er ist allerdings noch näher dran als ich. Er ist nämlich Stadionsprecher in der Weser Arena. Sonne satt, Badewannentemperatur in der Ostsee, heute nur 9 Grad Windstärke. 9 Grad Windstärke. Beste Bedingungen. Arndt, würdest du den Spaniern empfehlen, hier in Brasilien ihren Rest-WM-Urlaub zu verbringen? Ich würde den Spaniern so oder so empfehlen, jetzt erstmal ausgiebig Urlaub zu machen. Kann das hier mittlerweile auch empfehlen nach einer Woche, weil also ich kannte den Landstrich hier nicht und habe mich hier total wohl gefühlt. Es gibt eine sehr, sehr gute Pommesbude hier an der Ecke. Es gibt den Seestern, da kann man gut Fisch essen. Also das wäre eigentlich genau das Richtige für die Spanier. Stichwort Seele baumeln lassen, das wäre für die Spanier genau das Richtige. Und das Nightlife hier in Brasilien entspricht ja ungefähr dem des deutschen WM-Camps Campo Bahia. Stimmt es eigentlich, dass du den Betreiber der Fischbude der örtlichen ja schon per Du bist? Ich esse keinen Fisch, deswegen stimmt es nicht. Und vor allem das Ding ist, was man vielleicht auch mal allen erzählen sollte, ist, wir haben ja wirklich wie die Mönche gelebt, weil wir ja jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen mussten. Das heißt, Nachtleben war für uns gar nicht. Ich habe auch gehört, dass es hier brummt ohne Ende nachts in den Fischläden, aber ich war nirgendwo. Jetzt ist der Auftakt der deutschen Mannschaft ja ganz passabel gelaufen, aber mit Blick auf die Länge des Turniers ist es ein Risiko von Jogi Löw gewesen, keinen einzigen Werder-Spieler zu nominieren. Ja, deswegen habe ich ja bis zuletzt gehofft, dass Österreich vielleicht doch noch mit zur WM fahren darf, weil die haben ja 2,5, wenn man Arnautovic noch mitrechnet. Aber aus irgendeinem Grund dürfen die nicht mitspielen. Jetzt ist ja bei Bosnien ein Spieler, der möglicherweise bei Werder im Gespräch ist, Hajrovic, wo nicht ganz klar ist, aber Bosnien hat auch verloren. Also es ist wirklich aus Bremer Sicht keine gute WM bis jetzt. Wir können dich natürlich nicht entlassen, ohne einen Tipp für das morgige Spiel abzugeben. Kevin Prinz oder Jerome, wer wird das Rennen machen morgen? Jerome, weil ich glaube, dass die Deutschen besser organisiert sind. Die afrikanischen Mannschaften haben ja immer das Ding, die fahren mit 4 Halligalli zu einer WM, haben tolle Fußballer und gegen Europäer haben sie meistens ganz, ganz große Probleme. Also es wird, glaube ich, ein 2-0. Danke, Arndt. Wir sehen uns morgen 15 Uhr und denkt dran, immer schön tranquilo bleiben.